ihr habt das Boot, das habt ihr jetzt ja vorher schon gesagt, das ist... Fashion Room ist jetzt am Start. 6 Jahren, da kann man das fast glauben. Ja. Und auf geht's. Nach Piraten und ein bisschen Ordnung. Auf geht's. Ein. So, jetzt geht's los. Sie sind fast im Spiel. Die PKV-Flitzer. Ja, das ist auch wieder ein Fall für die grüne Tonne. 3, 2, 1. Auf geht's im Halbfinale im Pfannenlauf. So, hier wird angefeuert. Ja, das war zu erwarten. Das nächste Boot mit der Spitze nach oben. Also in der Mitte durchgebrochen auf die 57. Da gibt's einen kalten Popo. Dafür liegt die Blue Star gerade ziemlich gut zu deuten. Ich habe den Kopf am Kopf dann mit der Donner. Ja, die haben die letztes Boot durchhält auf den letzten 10 Metern. Dann geht das hier die Bronzemedaille. Und damit ein Doppelplatz auf dem Kästchen für die Hade. Das ist die Hade Team 1 von 2. Gratulation. Ja, und ich hab's geahnt, hier hinten ist es schon so ein Ritter von Elfenbeinfackel gemacht, aber dafür nimmt ein Mammut vor. Ja, und das ist natürlich am Weg. Und jetzt geben sie normal, sie wissen, ich stehe im Mittelpunkt. Reißen jetzt die Arme hoch und werden wir ins Vorne liegen. Oh, das ist ein Fotofinish. Die 14. So, wir sehen Mammut Nummer 17. Das war wirklich viel Einlauf in letzter Minute. Ich würde sagen, gut durchgehalten hier. Ja, die waren einfach bestmalig schnell. Das Boot in den nächsten 5 Metern einfach zusammengefahren. Du folgst von Pikachu mit der Nummer 54. Und unseren letzten Platz heute mit der Startnummer 3 machen Ketterpreis. Mit einem Riesenbeifall im Sportfinale. Wir wollen richtig Krach haben in der letzten Runde. Jetzt mal richtig. Publikum gibt alles. Das Boot hält durch. Die Damen halten durch. Gratulation zum Finalsieg beim Frauenrennen. Also
Team 1 mit der Fridolin. Herzlichen Glückwunsch!
Guten Applaus bitte. Auch bei den Frauen sind sie ganz vorne dabei. Aber sie waren im Finale nicht zu bezwingen. Mit einer Zeit von 5 Minuten und 14. Ich glaube, das war für sie persönliche Bestzeit. Auf Platz 1. Die Raiffeisen Volksbank VN Team 1 mit Cash Rocket. Herzlichen Glückwunsch zu Gold. 80 Kilo schwer, der Pool-Gold-Pokal. Und nochmal ein Riesenbeifall für Cash Rocket. So, liebe Sportfreunde. So, Bianca überreicht jetzt hier die 80 Kilo schweren Gold-Pokale. Okay, dreht er nochmal um und winkt in die Kamera. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Dann auf Platz 2. Die Balsonautica mit einer Zeit von 4 Minuten und 37 Sekunden. Und der Start Nummer 2, das Balsen-Team. Herzlichen Glückwunsch. Wo sind sie denn? Da kommt er im gestreckten Galopp und holt sich den Goldpokal für die Silbermedaille. Herzlichen Glückwunsch an das Balsen-Team 2 und die Balsonautica. Ja, das hat echt gefallen.